So, meine lieben Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen zum, ja, ich mache so ein kleines Intro-Video von Dingsbums für YouTube. Also, wie gesagt, die YouTuber unter euch, herzlich willkommen und zwar kurze Einführung und zwar bin ich ja am Let's Playen, beziehungsweise am Stream auf Twitch und dementsprechend habe ich mir das neue Free-to-Play-Titel von, also das neue Free-to-Play-Spiel Genshin Impact runtergeladen und hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Zugucken dabei und ja, die ganzen Informationen, die sind für Twitch soweit ganz gut, dementsprechend ist ja alles relativ egal und ja, der Stream-Ausschnitt geht ungefähr eine Stunde mit abruptem Ende, mit allem drum und dran. Trotz alledem hoffe ich, dass ihr Spaß beim Zuschauen habt und lasst euch doch in den Kommentaren gerne aus, ob ihr vielleicht auf YouTube auch mal was von dem Spiel sehen wollt. Dann werde ich die Streams davon runterladen und auf YouTube hochladen. Ansonsten, wenn unter dem Video nichts kommt, dann ist mir das auf YouTube relativ egal und ich spiele das Spiel sowieso privat nochmal weiter. Das bedeutet, es kommt jetzt kein fortgehendes Let's Play darüber oder ich spiele das nur im Stream und dafür streame ich halt was weiß ich wie viel, 1000 Millionen Stunden. Schaffe ich zeitlich auch gar nicht, neben Arbeit und Leben das nur am Wochenende zu machen, ist dann auch ein bisschen blöd. Deswegen, ich behalte Genshin Impact ein bisschen im Auge, guck mal, wie es so abläuft. Das Spiel ist free to play, kann man einfach googeln, Genshin Impact. Also vielleicht haue ich euch den Link irgendwo in die Videobeschreibung. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ja, viel Spaß dabei und ja, könnt ihr ein bisschen rumkommentieren oder was weiß ich, ist alles unten in der Videobeschreibung. Und jo, haut rein, macht's gut, viel Spaß, euer Graf Wallner. Ciao mit V. Bye. So, meine lieben Leute, Hallöchen. Popüchen und herzlich willkommen. So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen. Jo. So, meine lieben Freunde, seid gegrüßt und herzlich willkommen bei einem, naja, Teststream. Genshin Impact, ja, ich wollte es mal testen. In meinem Zimmer ist immer noch starker Hall. Dementsprechend hoffe ich, das ein oder andere zu verzeihen. Auf jeden Fall mal schauen, wie es läuft. Grüß dich, Zui.
So, gehe ich mal in die Bildschirmaufnahme. Heute habe ich so viel Torchlight gespielt, aber naja. So, gehe ich mal in die Bildschirmaufnahme. Die Frage ist, wo stecke ich das hin? Das kann man auch. Ja, Spiel, warum startest du nicht? Ich hab's. Hallo? Finde ich gut. Finde ich gut. Liebes Genshin Impact. Finde ich gut, dass du auf dem zweiten Monitor startest. Ja. Wieso? Da ist OBS. Da sollst du nicht starten. Starte bitte auf dem Hauptmonitor. Och Mann. Ja, ich wollte heute mal Genshin Impact starten. Ein paar Minuten habe ich es wegen Performance und OBS schon mal angespielt, dementsprechend ganz Slow-Mo. Updated noch, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Dementsprechend, jo, grüß dich Justin, grüß dich Marco. Also grüß dich Justin, grüß dich Kai, grüß dich Zui. Genshin Impact ist jetzt gerade noch im Updaten. Hat sich aus irgendwelchen Gründen auf meinem zweiten Monitor gestartet. Das bedeutet, ich wechsle den Monitor, sobald es fertig geupdatet hat, dass ich den dann sagen kann, bitte den Monitor 1, nicht den Monitor 2 nehmen. Was haben wir denn hier? Wir können hier zum Kalender. Und wir können. Ich bin so ein bisschen aufgeregt. Ich habe es ja, wie gesagt, nur ganz, 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 ganz kurz gestartet. Das bedeutet, ich habe vielleicht meinen Apfel oder so aufgesammelt und meine Stimme ist noch ein bisschen mitgenommen, weil ich ja Torchlight gespielt habe. Warum? Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Jo, gut. So, jetzt aber Einstellungen. Das soll auch mit dem Controller gehen. Ich finde es beim Controller ein bisschen komisch. Gut, das ist im Fenster. Das ist schon mal super. Die Frage ist nur. So. Nee, keine 4K. Bitte nicht. So. Gut, gucken wir mal. Das soll so ähnlich wie Breath of the Wild sein. Es gibt ein paar Anfangsschwierigkeiten, nämlich so ein bisschen Nerven. Zum Beispiel, dass ich immer umstellen muss auf Gamepad und Monitor. Und es gibt eine Sache, die absolut komisch ist, warum sie das nicht umgeändert haben, Leute. Wie man sieht, ist hier der A-Knopf im Menü als zurück eingestuft und der B-Knopf als Bestätigungsknopf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, warum? Wieso? Warum muss ich A zum Verlassen drücken, was eigentlich komisch ist? Jo, am Anfang kann man Junge oder Mädchen wählen. Ich habe den Jungen gewählt. Wenn es zu Rucklern kommen sollte, dann liegt es daran, dass Genshin einfach ein Problem mit dem Dingsbums hat. Mit OBS. Ich weiß nur nicht, warum. Also manchmal. Es ruckelt schon. Also bei mir ruckelt es nicht, ne? Oben. Ach so, ja, das ist ja noch nicht auf Steam. Sonst hätte ich euch die FPS anzeigen können. Ruckelt das nicht. Nur. Among Us, selbst, Justin, hast ja geschrieben, dass du dir das holen willst. Ich selbst kenne das noch nicht. Aber. Ich hab's mir auch installiert, also auf Steam. Das hat die Mizukini mir geschenkt, Among Us. Das könnten wir, wenn wir da genug Spieler finden, können wir das vielleicht auch mal zusammenspielen. Von daher, ich bin im Besitz von dem Spiel. Jo, jetzt muss ich nur gucken, wie ich in mein Inventar komme. Oh, es ist unglaublich, dass ich immer B drücken muss. So. Und das A abbrechen ist, das ist so verwirrend. Das ist so verwirrend. Das ist nur hier der Fall. Naja.
Ich habe mir sagen lassen, das soll wie Breath of the Wild sein. Und ja, es ist ein Free-to-Play-Spiel. Das bedeutet, das installiert man sich über den Launcher. 12 GB ist Free-to-Play. Ab Stufe 16 kann man im Koop-Modus zusammenspielen. Das ist schon mal, ja, schon mal ziemlich gut. Die Frage ist nur, ab welchem Zeitpunkt gibt es diesen Game of Break, dass man das Spiel so lange gespielt hat, dass man das weiterspielen will, und ab wann muss man dann Geld ein... ab wann muss man wie viel Geld investieren? Das ist bei diesen Spielen ja immer, immer, immer extrem schwierig. So. Naja gut, gucken wir mal. Pimon. That's a statue of the seven. Das ist die Statue der Sieben, okay. There are a few of these statues scattered across the land to show the Seven's protection over the world. Über dem Land sind die Statuen der Gottheiten verteilt, um zu zeigen, dass sie über diese Welt wachen. Diese Gottheiten beherrschen die verschiedenen Elemente. Dieser hier kontrolliert den Wind. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob der Gott des Windes der ist, den du suchst, aber natürlich bringe ich dich nicht ohne Grund in das Gebiet des Gottes. Alles klar. Gut. Ja, ja, bei Flo muss man nie Geld ausgeben. Natürlich muss man das theoretisch. Da gibt es auch ein Game of Breakpoint. Also, geh mir weg mit diesem Dreckspiel. So, Story ist, die wollten irgendwie... Das war mir zu schnell. Ich wollte eigentlich sagen, was ihr jetzt nicht verpasst habt, man kann hier leider nicht von vorne anfangen, ist so... Ja, der Typ wurde von seiner Schwester getrennt, die wollten irgendwo hin und da kam irgendwie eine böse Gottheit und hat die irgendwie entführt, sozusagen. Und je nachdem, wen du spielst... Katze! Rip-Katze! Okay. So, von der Optik her und davon, dass man hier auch klettern kann und Ausdauer braucht, ist es doch ähnlich wie Zelda. Daher, ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Deswegen, ich habe ja auch viele, viele Berichte gelesen. Wie gesagt, ich bin bei Free-to-Play-Titeln sehr, 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 sehr vorsichtig. Dementsprechend würde ich mir gerne ein eigenes Bild machen. Auf der anderen Seite sage ich ganz ehrlich, guck mal. Okay. Wenn es wirklich nur optisch ist, ist natürlich Option, ist natürlich optimal. Also von daher. Solange es kein Hundfuchs ist, darfst du jagen. Ja, bei Horizon muss ich ja ab und zu mal jagen. Man soll hier mit den Elementen spielen können, da bin ich mal gespannt. Alles töten. Ja, der Kai ist da ein bisschen der Radikale. So, das ist also die Gebietskarte. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Vergrößern, verkleinern, okay. Ist überschaubar, glaube ich zumindest. Ich bin mir noch gar nicht sicher. Oh, es ist so nervig! Kann man nicht A und B verwechseln? Warum hat man A und B verwechselt? Wieso? So, Oha, hast du die Elemente der Welt gespürt? Jo, hab ich. Sieht aus, als müsstest du nur die Statue berühren, um die elementare Animokraft zu erhalten. Die Wesen dieser Welt können nicht so einfach wie du an ihre Kräfte, musst du wissen. Weil du gar nicht aus der Welt stammst. Okay. Wenn du von hier aus weiter nach Westen gehst, triffst du auf die Stadt der Freiheit, Mondstadt. Das erinnert mich so ein bisschen an Sailor Moon. Es ist unglaublich nervig, dass ich B drücken muss für okay. Mondstadt ist die Stadt des Windes, weil sie den Gott der Tiere anbeten. In Mondstadt huldigt man dem Gott des Windes. Es ist auch die Stadt des Windes. Vielleicht findest du ja doch mit Spuren. Ja, also Anime-Spiele sind alle relativ ähnlich. Und schließlich hast du diese Kraft von dieser Statue hier bekommen. Außerdem soll es in Mondstadt viele Baden geben. Vielleicht hat einer von deiner Schwester gehört. Gehen wir. Die Elemente dieser Welt haben auf deine Gebete reagiert. Ich denke, das ist ein wahrhaft gutes Zeichen. Okay. Schleim! Was war das? Und jetzt? Okay, das...
Ja, ich weiß, dass ich das... Ach so, das muss ich erst aufladen. Okay. Okay, war das jetzt ein Tutorial oder kommen da immer noch mehr? Okay, das sieht alles gar nicht schlecht aus. Okay, jetzt brennt's. Okay, einfach nur auf einer Seite, alles klar. Paimon ist ganz neidisch. Paimon will auch solche tollen Kampfkünste drauf haben. Ja, dann trainier ein bisschen, Mädchen. Okay, Menü zur Tastenbelegung. Tastenbelegung einsehen, Ankündigung. Was ist denn eine Ankündigung? Hallo, ich hab... Och! Ein Problem beim Ausführen von Aufträgen. Lieben Reisenden, wir haben die Meldung. Okay, das ist also ein Ingame Dingsbums. Nachrichten vom Dingsbums. Oh, es ist so unglaublich. Ich werde mich dementsprechend noch oft besondere Windkleider, Flügel der Kundschaft, Belohnung 3 Millionen für 3 Millionen Voranmeldungen auf der offiziellen Seite. Über 3 Millionen Voranmeldungen auf der offiziellen Seite von Game Genshin Impact. Auch die Abonnements auf verschiedene Plattformen sind erreicht worden. Alles klar, okay, also nur so ein Kram. So, warte mal, ich muss ja B drücken. Ja, schön, dass ich es einsehen kann. Soweit bin ich schon. Na gut, okay. Dann muss ich mal in dieser... Jetzt ruckelt's ein bisschen. Ich weiß nicht, was das ist. Das Spiel hat irgendwie Probleme. Bei Dragon Quest auch, aber ansonsten nicht. So wie es aussieht, muss ich hier lang. Einfach den Weg weiter, okay. Nein! Muss ich durch das Wasser schwimmen? Na gut. Sieht auf jeden Fall ganz, ganz nett aus. Definitiv. Ah, das ist also mein Schnellauswahlbildschirm. Alles klar, ich verstehe. Ruckelt das bei euch auch so? Ich habe so das Gefühl, dass es wirklich stark ruckelt. Ich weiß nur nicht, warum ich das nicht als Vollbild machen kann. Ich will Vollbild und nicht Fenster. Die 4K-Einstellung will ich aber nicht weghauen. Warte mal, ich will mal was probieren. Ja, hoch war Standard, aber das wird ja schlimmer. Kann ich da wenigstens? Nein. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es besser wird. Ich habe das Gefühl, das ist ein anderes Problem. So, kann ich irgendwo dashen? Ja. Ach, mach Sachen. Absolut! Okay, Elementarenergie wird aufgenommen. Kenntnis, sammel die Elementarkristalle und Elementarteilchen ein, die deine Elementarenergie wieder auffüllen. Diese Kristalle und Teilchen entstehen, indem du Elementarschaden verursachst und Gegner besiegst. Achso, ich musste der Küsti. Ah, das haben sie freigeschaltet. Cool. Jo. Ich muss der Küsti noch sagen. Bescheid geben, das habe ich ihr versprochen. Und die hat mir nämlich gestern noch ein, Abo dagelassen. So, wo haben wir sie dann? Küsti. Ja, jetzt, wo ich streame, ist nicht online. Wie viel Uhr haben wir es? 15.38 Uhr. Ungefähr. Die hat nämlich mir gestern per PayPal ein Abo dagelassen.
Und ja. So, gibt es hier auch einen Autofokus? Das wäre super. Dann könnte man sich nämlich rohes Fleisch, ein Streuners Gedanken. Streuners Gedanken. Material für Figuren EP. Enthält 1000 EP, wenn man was. Sekunde. Nachrichten. So, naja. Was? Moment. Oh, es ist grausam. Es ist so grausam, dieses A und B, dass man das... Alles klar, nehme ich mit. Abgeholt. Ja. Okay. Dieses... Ich werde so Probleme damit haben. Das ist wirklich das, was mich jetzt richtig triggert. So, warte mal. Sammle Figuren im Figurenmenü. Okay, man kann Figuren kaufen. Man kann sie auch irgendwie sammeln. Ich bin da noch nicht so ganz sicher. Ja, du kennst mich schlecht. Also du solltest mich eigentlich gut kennen, aber nee, ich kann mich nicht dran gewöhnen. Okay, ich kann meine Stufe also hier mit diesen Dingern steigern. Brauche ich da wirklich Kohle für? Schnell aufstellen. Okay. Okay, Sekunde. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Waffe verstärken. Wie? Kann ich nicht verstärken, oder? Habe ich das jetzt verstärkt oder nicht? Okay, ich habe nichts zum Verstärken. Okay. So, ich glaube, die Attribute hat er doch nicht gemacht. Ich habe A gedrückt. Die Charaktere schaltest du auch manuell frei, wenn du weiter in der Story bist. Aber kannst du die auch kaufen? Ist aber kein Muss. Alles klar. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Anzuwendende Menge. Was ist das denn alles? Okay, ich bin jetzt Stufe 2. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, ja, jetzt alles zu benutzen. Nein, ich wollte zurück. Oh, das wird mir so Probleme machen. So, Artefakte habe ich noch keine. Sternbild ist noch alles neu. Okay. Alles klar. Stufe 3, das passt schon. Oh, guck mal. Will ich denen die Äpfel klauen? Nein. Ich weigere mich, diesen kleinen Eichhörnchen oder was es auch ist, die Äpfel zu klauen. Da hole ich mir lieber einen eigenen vom Baum. Auch wenn es eine Dämmerfrucht ist, mir egal. So. Und die könnt ihr behalten. Die können sich die kleinen nehmen. Super. Ja, ich bin nun mal so. Was ist das da oben? Was ist das für ein Modus? Das ist, glaube ich, so ein Suchermodus. Na gut. Aber hier ist noch eine kleine Goblin-Siedlung.
Kriege ich eigentlich Energie abgezogen, wenn ich durch das Feuer laufe? Nee, ne? Okay. Also, man sammelt also Geld. Und mit diesem Geld kann man sich upgraden. Das ist schon mal ganz gut. Lege ein... Artefakt an. B, okay. Ja. Qualitätsstufe, rechts ist die Anordnung. Habe ich es jetzt angelegt oder nicht? Irgendwie ist es mit dem Controller nicht ganz so geil. Als erwartet. Je höher der Wert der Elementarkunde ist, desto stärker ist die freigesetzte elementare Kraft. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Die Frage ist nur, habe ich das jetzt angesetzt oder nicht? Set Abenteurer. Anlegen, zurück. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Alles klar. Schon lange her, dass ich mich mal an einem richtig schönen... dass ich mich mal... Naja, schön. Ich halte mich, halt mich mal ein bisschen zurück. Dass ich mich an einem... Dass ich mich in ein neues Spiel reingelesen habe. Können wir das Boot nehmen? Das sieht ziemlich mitgenommen aus. Aber da ist noch eine Truhe. So, okay, mit dem Right-Button. Ich finde es ganz gut, dass es Controller-Konfiguration hat. Aber, dass man die Tasten nicht einzeln belegen kann, ist schade. So, jetzt haben wir zwei Fische gefangen. Siehst du, jetzt haben wir den kleinen Eichhörnchen gar nicht die Äpfelchen klauen müssen. Das ging auch ohne. So, was haben wir hier? Ein Wildschwein. Ah, das ist am Flüchten. Okay. Was ist das? Was ist das? Na gut, hinterfrage ich das mal nicht. Machen wir erstmal mit der Quest weiter. Oh, Cutscene. Okay. Sonst geht's euch gut. Anderen haben wieder abgeschaltet, ohne was zu sagen. Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Greift er mich jetzt an? Alles klar. Na super. Das war knapp. Warum musst du von dir in der dritten Person sprechen? Konnte gerade so an deinen Haaren. Na super. Es ist normal, mit Drachen zu reden. In dieser Welt gibt es also Drachen. Nimm ich mal das da. Ja, Paimon versteht, dass du besorgt bist. Oh, was ist das? Ich denke mal, ihr versteht das auch so. Ich werde das jetzt nicht vorlesen. Zum Glück ist das englische Aussprache. Ich glaube, bei japanischer Aussprache wäre es, Paimon's never seen a stone like this before, so Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that it's dangerous,
Best we put it away for now. Okay, erstmal mitnehmen, sieht gefährlich aus. Mitnehmen es mit. Wunderbar. Ist immer eine schöne Idee. Also wenn ich... Ah, Abenteurer Stufe 3. Okay, ich level durch Quests. Und mein Charakter level ich durch Money. Gut, das macht es natürlich jedenfalls sinnvoller. Und man hat Upgrades nicht wirklich verschwendet. Wenn man das mit Dingsbums verknüpft. Sprich, wenn ich jetzt meine ganzen Upgrades hier in diesen Charakter reinsetze, dann kann ich mit diesem Charakter auch Kohle sammeln, um dann einen neuen Charakter nachzuleveln. Das ist schon mal so nicht schlecht. Okay. Hey, you! Stop right there! Na super. Ohne einen großen Auftritt geht gar nichts. May the Animo God protect you, Möge der Windgott dich beschützen, Fremder. I am Amber, outrider for the Knights of Favonius. Alles klar, Amber. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Doesn't sound like a local name to me. Das klingt nicht nach einem mir geläufigen Namen. Ja, ich hab den Weiner genannt. This mascot. What's the deal with it? Ist nur was zum Knabbern. Oh, wollen wir wirklich sagen, dass es nur was zum Knabbern ist? Herrlich. Oh, komm, ihr könnt es entscheiden. Wir sind Freunde. Das ist natürlich hier so dieses Standard. Oder ist nur was zum Knabbern? Ich weiß nicht, ob das auf den späteren Storyverlauf Auswirkungen hat. Herrlich. Okay, der Humor von dem Spiel gefällt mir bis jetzt. So. Ansonsten muss ich gleich nochmal was gucken. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Alles klar, ist nur was zum Knabbern. Hör auf damit, das ist ja noch schlimmer als ein Maskottchen. Ach, heul nicht rum. Ihr seid also zusammen auf Reisen. Okay, wir sind nicht weit weg. Ich kann euch dorthin begleiten. Schließlich bin ich ein Ritter, weil gefährlich wegen Drachen. Oh, du bist gar nicht hier, um etwas anderes zu erledigen. Natürlich habe ich noch einen Auftrag auszuführen. Das hindert mich aber nicht daran, euch sicher zur Stadt zu führen. Außerdem kann ich euch nicht einfach alleine hier lassen. Ich weiß ja noch gar nichts über uns. Und du scheinst uns nicht auch sonderlich zu... Man sollte nicht so mit seinen Gästen sprechen. Ich bin erstmal ein bisschen vorsichtig. I'm sorry. Tut mir leid, als edler Ritter sollte ich nicht so mit euch sprechen. Ah, hat doch schon mal gepasst. Ich bitte vielmals um Verzeihung, fremd ehrwürdigen Reisende. Das kam... That sounds so fake, ehrlich. Hast du das gegen den Wortgebrauch eines Handbuchs des Ritterordens? Ja. At the ready. Okay, Amber erhalten. Ein Mädchen voller Lebenskraft und gleichzeitig beste... Was? Zu Amber wechseln? Ah, okay. Kann ich jetzt schießen? Ah. Ich kann also jetzt Amber spielen. Alles klar. What are you doing in Mondstadt? He got separated from his sister during a really long journey. Paimon is his travel buddy, helping him to find his sister. Oh, looking for your family? So, okay. Okay, let me finish my other stuff first, and then I... Okay, ich kann jetzt hier also die Charaktere wechseln. Okay, dann breche ich das mal ab. Den Goldkelch braucht die Dame jetzt nicht. So. Okay. Geburtstag, 10.8. Wunderbar. Ich habe am 12.9.
Zugehörigkeit, Ordo Fero, göttliches Auge Pyro, alles Glamour, sein Kundschaft des Ordo, Vipapo. Ja, komm, kennen wir. Also kennen wir nicht, aber es interessiert jetzt nur Simi. What exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. Okay, die hat also was zu tun. Muss wahrscheinlich irgendwas untersuchen. Okay, also sieht so von der Optik her ganz gut aus. Und solche Sachen, wie gesagt, für einen Free-to-Play-Titel auf jeden Fall optisch schon mal ganz gut. Der Look selbst gefällt mir auch soweit ganz gut. Der Humor hat man eben gehört. A hilly turtle. Quick, get it. Teleportationspunkt erstmal aktivieren. Die Steuerung gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. These monsters have been getting too close to the city recently. Okay, in der Welt kommen die jetzt, alles klar. My task this time is to clear out their camp. Ah, das Lager auslöschen, alles klar. Gut, ja, wenn die Monster zu nah in die Stadt kommen, müssen wir das machen. Erinnert mich so ein bisschen an Black Desert. Habe ich dich noch getroffen? Okay, von Pyro-Effekten, okay. Warte mal, kann ich... Gibt es eigentlich eine schnell... Ich mag das mit Pfeil und Bogen sowieso viel besser. Ja. Also es sieht ungefähr so aus wie Kurzpeel. Auch von der Handhabung her. An sich hat mir das ganz gut gefallen, weil Kurzpeel hat es mir nur nicht gefallen, dass es gefühlt hat, dass es zu früh PvP wurde und da war es dann wirklich Pay to Win. So. Ich muss aber zugeben, dass ich diesen Kampfstil von dir nicht erwartet hätte. Danke für die Unterstützung. Wie hat sich das angefühlt? Locker flockig. Echt heftig. Ja, locker flockig. Darf ich schon drüber reden? Wieso tauchen die Hilchische überhaupt her? Diese Kreaturen schlagen die Lager normalerweise nicht so nahen Städten auf. Eigentlich sollen sie sich in der freien Wildnis tummeln. Aber mit dem Auftauchen von Sturmschrecken haben sie die Ostplantage zerstört und die Handelswege gefährdet. Okay, wenn die Stürme ausbrechen, werden immer einige verletzt. Deshalb hat der Ritterorden alle Hände damit zu tun, das Gebiet zu verteidigen. Das ist ja grausam hier. Und die lästigen Dinger kommen also immer näher. Das stimmt, dafür haben wir heute wieder ein Lager beseitigt. Das ist schon mal ein Anfang. Jetzt folgt mir einfach. Als verantwortlicher Ritter werde ich euch bis in die Stadt begleiten. Alles klar, ich nehme an, die wird uns nicht nur... Okay, das hatte ich aber übrigens auch... Also bei Kurzpeel hatte ich die relativ, hatte ich den ganzen Kram hier auch. Gleiche, auch eine Bogenschützin und auch die gleichen Movement-Sets. Nur bei dem Spiel, gab ja ein Let's Play darüber, ich weiß gar nicht, ob ich das gelöscht habe oder ob es auf meinem YouTube-Channel noch oben ist. Auf jeden Fall hat mir das bei dem Spiel nicht gefallen, dass du da Pay-to-Win hattest und dass es sehr früh... einzig und allein um Dingsbums gegangen ist. Einzig und allein um PvP. Du hattest, glaube ich, 4 Missionen, die du permanent wieder abfarmen konntest. Die anderen musstest du dir freikaufen und so weiter und so fort. Also Kurzpeel selbst hat mir jetzt nicht so gefallen, weil es einfach zu schnell, zu klar wurde, dass du da cashen musst. Da bin ich mal gespannt, wie es hier ist. Obwohl, hier hat man ja nur eine riesige Spiele, was an sich gar nicht schlecht ist. Wenn man es mag, mag man es. Was auf jeden Fall ein sehr positiver Effekt ist, muss man sagen, ist, ich habe nur eine Übertragungsrate von 2,5 Kilobits. Die Frage ist, merkt ihr das in der Qualität? Das ist mir nämlich ziemlich wenig. Ansonsten gucke ich mir die OBS-Einstellungen einfach nochmal an. Und,
be passing by. Würde den Stream gleich nochmal neu starten. Ich hatte nämlich was getestet und kann sein, dass ich mich da vertan hatte. Was? Ich wollte doch mit ihr sprechen. What should I cook next? Ah, die zeigt uns jetzt, wie man Dingsbums kochen kann. Okay. Oh, ihr seid auch Abenteurer aus der Gegend. Well? Ja. Nein, wir sind nur zwei Reisende. Was bereitest du denn hier zu? Reisende, also willkommen. I'm Lynn, the survival expert of the Adventurers Guild. Überlebensspezialistin und der Abenteurer-Gilde. Wie ihr sehen könnt, übe ich mich in Kochkunst. Begib dich nur satt auf eine Reise. Ist die Regel des Regelwerts zum Überleben der Welt. Ist alles klar? Mein Reisepartner versteht auch was vom Kochen. Stimmt's? Ja, normalerweise müsste ich sagen, ich koche für mein Leben gern, weil ich habe euch ja schon bewiesen, dass ich sehr gut kochen kann. Aber... That's okay. Let's see what you can do. Ein bisschen Chili-Milli machen. Na? So. Habe ich eigentlich auch Zug? Das ist ganz komisch. Ah, doch, ja, hier kann ich. Ich muss mal echt mal ein paar Dingsbums raushauen. Top steht schon bereit, alles klar. Du wirst nicht oft die Gelegenheit haben, von einer Überlebensexpertin zu lernen. Alles klar, dann wollen wir mal. Ich hab nochmal. Okay, was hat Craften und so ein Kram mit drin? Was hat die gesagt? Chicken Mushroom, ne? Mehl, Zucker, okay. Spieß mit Pilzen, okay. Zubereiten. Figur wählen. Okay. Ah, nicht schlecht. Perfekto, easy. Gut, ich glaube auch nicht, dass es so schwer ist. Oder aktuell. Hi, Play, was? Player Jam, sei gegrüßt. So, okay, Rettichsuppe. Ich finde es, wie gesagt, immer grausam, dass der B-Knopf als Bestätigungsknopf genommen wurde. Ich hoffe, das kann man irgendwann umstellen. So, okay. Wieder falscher Knopf. So, zubereiten. Anfangen. Oh, schönes Stück Fleisch. So will ich das sehen hier. So. Gut. Schickt. Schickt. So, und jetzt müssen wir mit der sprechen, oder was? Nein! Verlassen! Ah, das passiert mir. Ich werde es nicht nie drin haben. Das riecht aber köstlich, danach probiere ich mal. Also, hat jetzt gerade mein Essen gegessen? Das übertrifft meine Erwartung bei Gnas Talent. Ach, Paimon, ich habe noch einige Zutaten in meiner Tasche, die ich dir geben kann. Sie ist als Geschenk für den Spieß. Ja, draußen und Restaurant und lass uns etwas mit den Spießen in den Pilzen üben. Wunderbar. Abenteurer Stufe 4. So, ist jetzt die Frage, ob ich weiter skillen sollte oder nicht. Kann ich die eigentlich weiterspielen oder... Vögel! Okay, dann geht das nicht. Aber ich will mal gucken, ob ich den... Ob ich die Controller... ein bisschen höher stellen kann. Ja, das sieht schon wesentlich besser aus. Was?
Was? Was war das? Was ist das? Kann man es töten? Ja, kann man. Das ist, das ist also ihre Fähigkeit. Wunderbar. Oh yeah. Chicken Wings! Chicken Wings! Das müsste doch ein Feuerpfeil sein. Das bedeutet, müsste eigentlich... Jawohl. Keine Angst, das sind Tauben, das sind die Ratten der, Lüfte. Sollte man nicht essen. Na gut. Also ich sage euch ganz ehrlich, wenn man beim Rennen so mit den Hüften wackeln würde, wie die Kleine hier, hätte man nach einem halben Kilometer so Rückenprobleme. Alles klar. Ich glaube, ich sollte lieber mit dem anderen Charakter spielen. Warte mal, wie kann ich denn den Charakter wechseln? Okay, den muss ich gedrückt halten. Ich könnte ihn natürlich hochskillen. Nee, kann ich nicht, so viel Kohle habe ich. Doch, habe ich. Yeah. Okay, schickt. So, Artefakte. Okay. Ich würde gerne anlegen. Anlegen, okay. Hallo, ich würde gerne... Cutscene, okay. Alles klar. Kriegen wir auch hin. Also schöne Statue. Die Statue selbst, also das... Ich muss gerade so ein bisschen an Final Fantasy denken, an Crystal Chronicles. Darf ich euch vorstellen, die Stadt des Windes und des Löwenzahns, die Stadt des, was, Hirtengesangs und der Freiheit. Ja, ja, das ist hier die Stadt schlechthin. Reisende, die ihr unter dem Schutz der Ordo Faro steht, ich heiße euch herzlich willkommen in Mondstadt. Ja, man muss halt natürlich... Endlich müssen wir nicht mehr draußen übernachten. Das ist super. Die Leute hier scheinen aber nicht gerade in bester Laune zu sein. Das wird an Sturmstrecken liegen. In letzter Zeit dreht sich alles nur um ihn. Ja, wenn da, aber solange Jean da ist, wird alles gut ausgehen. Lass mich raten. Wir haben irgendeine spezielle Bindung zu dem Drachen, weil wir der Einzige sind, die ihn besiegen können. Und der Jean wird irgendwas passieren, sodass wir uns auf Reisen begeben müssen. Ich kenn's. Verzeiht mir, wenn ich gerade nicht, wenn ich nur semi-unterhaltsam bin. Acting Grand Master of the Knights of Favonius, Jean, Defender of Mondstadt. Aber es ist ruckelfrei, ne? Also ist jetzt auch nicht von der Qualität schlecht, sondern es ist eine gute Qualität. Ansonsten schraube ich die Upload-Geschwindigkeit hoch. With Jean on our side, surely even the vicious Storm Terror will be no match for us. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, traveler. It's a reward for helping me clear out that Hilichurl camp. Hilfe bei Hilichurl, okay. Wo bleibt Paimons Geschenk? Du wirst kaum etwas damit anfangen können. Dafür lade ich dich auf eine Portion Honigmöhren Fleischpfanne heute Abend ein. Eine Delikatesse. Come with me. We'll head to the city. Alles klar. So, geh zum Ort, den Ember dir gezeigt hat. Und was haben wir hier? Der Fremde, der Wind fing. Okay. Ha!
Ich hab den falschen Knopf gedrückt. This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. Kann ich da nicht einen normalen Weg Except gehen? For the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. Ich weiß, ich hätte da jetzt hochklettern können, aber ich sag ganz ehrlich, lieber einen normalen Weg gehen, weil ich die Stadt noch nicht kenne. Bet you can't keep up with me. So. Na super. Man, da auch irgendwie, warte mal. Geht das? Nein, sie haben dran gedacht! Oh, ist das gemein? Ist das gemein? Ist das gemein? Ich dachte, ich könnte jetzt hier ganz entspannt mal auf die Dächer klettern. Das würde ich, glaube ich, den ganzen Tag probieren. Du siehst gruselig aus, Luke. So, das bedeutet, wir müssen jetzt zum höchsten Turm da hochklettern. Warte mal, ich will mal gucken, ob das geht. Normalerweise müsste die hier stehen können. Okay, es wird weniger Ausdauer beim Klettern verbraucht als bei Breath of the Wild. Die Frage ist, schafft sie das? Schaffen wir das? Na komm, Ember. Noch, komm schon. Macht sie nicht. Na gut. Ich dachte, ich könnte irgendwie weiter hochklettern, aber es geht nicht. Schade eigentlich. Schade. Schade. So, okay. So. Wir müssen wahrscheinlich mit dieser Priesterin hier quatschen. Hallo, falls du zum Patron beten willst, ist dies der richtige Ort dafür. Was? Ich bin noch ein bisschen gespannt, so von der Optik her. Von der Optik her gefällt es mir eigentlich ganz gut. Da kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Das Kampfsystem selbst gefällt mir auch sehr gut. Das erinnert mich so ein bisschen an Kurz Pel. Kurz, knackig, bündig. Also Gameplay ist schon mal super. Die Welt und die Optik würde ich auch so, wenn man jetzt, würde ich jetzt so eine 2 geben. 1, weil einfach ist es halt nicht mein Setting. Aber ich finde Anime-Spiele so an sich in Ordnung. Von daher, wie gesagt, 2, Note 1 natürlich das Beste. Dieses Free-to-Play, diesen Free-to-Play-Titel, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen was getestet und dementsprechend, also nicht bei dem Spiel jetzt, sondern andere Spiele, und hatte da relativ viel negative Erfahrung, wie Kurz Pel oder Soulwalker oder Florencia, Scarlet Blade und allem drum und dran. Dementsprechend bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Die Spiele spielen noch nicht so lange. Ansonsten, es gibt nur eine Sache, die mich wirklich, es gibt eine Sache, die mir sehr gut gefällt, die aber auch ein bisschen nervig ist. Das bedeutet, es hat ja so zwei Seiten einer Medaille. Die schöne Seite der Medaille ist, die man sieht, ist, es hat Controller-Unterstützung. Das hat mir damals bei Terra schon ganz gut gefallen. Da habe ich noch mit dem 360-Controller gespielt. Der funktioniert übrigens noch, liegt hier im Schrank. Aber One-Controller ist natürlich besser. Ja, was heißt besser, aber ist nicht mehr ganz so alt. Aber da liegt auch jetzt ein bisschen der Hund begraben. Es gibt eine Sache, die mich wirklich stört. Und ich verstehe es halt nicht. Warum ist der B- und der A-Button in dem Spiel vertauscht? Warum ist der B-Button weiter und der A-Button Abbruch?
So, gut. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal ein bisschen weiterspielen, um mal ein bisschen mehr Gameplay reinzusetzen, weil bis jetzt sind wir ja noch... Das ist gefährlich und funktioniert nur im Spiel. Auf keinen Fall nachmachen. Okay, was muss ich jetzt drücken? Cool, ich kann fliegen. Okay. Kann ich auch hoch oder kann ich nur gleiten? Ab Abenteurerstufe 16 soll man das Spiel mit bis zu 3 Leuten oder ich glaube insgesamt zu dritt oder zu viert im Koop spielen können. Dementsprechend auf eine endgültige Bewertung würde ich warten, wenn wir das mit im Koop ausprobiert haben. Ansonsten bin ich genauso Neuling wie ihr. Dementsprechend ist natürlich meine Bewertungsfunktion erstmal eingeschränkt. Und ja. Ich muss mal ein bisschen auf meine Dingsbums. Okay, fliege bis zum Platz mit dem Springbrunnen. Okay. Ups, Entschuldigung. So, das bedeutet, ich muss fliegen, ne? Ich probier's mal. Und das Gleiten war irgendwie, ich habe zu schnell an Höhe verloren. Aber naja. Jo, ich habe mir mal wieder zu viele Physikvorträge angeguckt, um meinen Horizont zu erweitern. Hat auch super geklappt. Aber ich muss dann immer darauf aufpassen, dass ich da nicht aus Versehen etwas übernehme von dieser, von den Definitionen und mir dadurch wahrscheinlich mehr Leute vergraule als, ja. Als, aneigne. Dementsprechend wäre das eher ein kontraproduktiver Regress. Okay, ich muss A gedrückt halten? Nee, muss ich nicht. Okay, super. Alles klar, ich verstehe. So funktioniert Gleiten. Das ist cool. Aber gut, klar, natürlich ist ja auch, kenne ich aus Breath of the Wild. Als der Daniel vorbeigekommen ist, haben wir das mal gespielt auf der Wii U. Also ein richtiges Nintendo-Kind, der Kerl. Der Drache. Also der Drache sieht schon nicht schlecht aus. Also mit den 6 Flügeln hat's was. Ist nicht ganz so episch wie Calamite aus Dark Souls, aber 6 Flügel. Es war so klar, dass er die Stadt angreift. Ich hätte nur gedacht, wir hätten noch ein bisschen mehr Zeit. Na, super Luftkampf oder was? Paimon, deine allerbeste. Hey, willkommen. Na, super. Wer? Geheimnisvoll. Stell dir vor, du kannst den Wind einfangen und mit Wolke wegstoßen. Alles klar. Ich verstehe, ich verstehe. So, anvisieren wäre auch ganz cool. Bei so einem Hack and Slay. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich finde es sowieso, also jetzt mal, wenn man jetzt mal zu Real Talk zurückkehrt, finde ich es von Sony, genauso wie von Microsoft und von Nintendo, sowieso ein bisschen von allen drei gleich eitel, dass sie sich nicht einfach auf ein Controller-Layout, einigen. Obwohl, ich habe letztens so ein cooles Meme gesehen bei uns in der, IT-Gruppe, haben sie sich das mal rumgestellt für die Gamer. Das war ganz lustig. Und zwar, ich dachte, die gibt mir jetzt einen Kuss. Das war ganz lustig. Mikro schaltet sich ab und zu mal ab für ein paar Sekunden. Okay, das ist komisch.
Ich glaube, das liegt an der Verbindung. Ich glaube, das liegt wirklich an der Verbindung. Ich habe bei OBS irgendwas komisches. Ich habe irgendwas eingestellt an der Verbindung, dass meine Upload-Rate, dass OBS eine ganz geringe Upload-Rate hat. Da muss ich gleich nochmal was ändern. Das kann ich aber nicht im Livestream machen. OBS hat ein großes neues Update gehabt und dann habe ich vergessen, dass man da alle Einstellungen neu machen muss. Genauso wie Nvidia hatte auch mir alles. Ja, da baut man für einen Umzug einmal die Grafikkarte aus dem Rechner und dann muss man alles neu einstellen. Das ist ärgerlich. So, der hat jetzt wieder da angekommen und meinte so irgendwie irgendwas Kacke am Dampfen. Ich verstehe. Wir heißen euch im willkommen in Mondstadt. Leider kommt ihr zu einer recht unpassenden Gelegenheit. Nun gut, ich verstehe den Schmerz der Trennung von der Familie. Ich weiß zwar nicht, warum ihr der Gott des Windes sucht, aber jeder hat so seine Geheimnisse, nicht wahr? Alles gut, belassen wir es dabei. Jedenfalls würde ich gerne den Namen Dank sprechen, aber wir können ja schlecht dastehen und dem Unglück zusehen. Sein Kampf gegen den Drachen haben nicht wenige Bewohner der Stadt mit angesehen. Der Stellvertreter den Großmeister möchte beide gern persönlich sprechen, wenn ihr alles klar. So, wenn ich hier Pause machen kann, dann Figurenziele. Ich würde es so folgendermaßen machen. Ich gucke, da es heute wahrscheinlich ein längerer Stream wird, gucke ich mir OBS nochmal kurz an. Ich beende den Stream, gehe die Einstellung nochmal in Ruhe durch und würde dann sagen, dass wir dann dass ich dann in 5 Minuten wieder da bin. Ist das so in Ordnung? Dann müsste eigentlich auch sämtliche Ruckler oder sämtliche Abbrüche weg sein. Vielleicht kriegt ihr das auch gar nicht mit, wegen dem Delay, den man automatisch bei Twitch drin hat. Dementsprechend gucke ich mal, ob es daran liegt. Tut mir leid für die technischen Probleme, die hat man immer wieder mal. Bis gleich.